Wir sind hier auf der Neu- und Frühgeborenen Intensivstation am UKSH. Also hier werden all die kleinen Würmer, die auf die Welt kommen, ganz, ganz groß gemacht. Und wir dürfen heute ausnahmsweise einmal gucken, müssen aber ein bisschen leise sein. Aber kommt einfach mit, okay? Kommt rein ins Patientenzimmer. Hier in dem Brutkasten haben. Na, und das, was sie hier macht, das ist Physiotherapie bei einem ganz, ganz jungen Patienten. Wie viele Wochen ist er jetzt schon bei euch? Also es ist 26. Woche jetzt und ist mit, also wiegt jetzt zurzeit 640 Gramm. Okay. Und ist mit, ich glaube, 490, sagte sie, zur Welt gekommen. Also 26. Woche jetzt schon bei euch. Das heißt, wie lange wäre er jetzt normalerweise noch im Mutterleib gewesen? 14 Wochen. Und dann wäre er erst zur Welt gekommen? Dann wäre er erst zur Welt gekommen, genau. Hammer, oder? Und das wir jetzt, was wir jetzt hier machen, ist Physiotherapie. Wieso ist das so wichtig? Versuch mal zu erklären. Genau, also dadurch, dass die Kinder so früh zur Welt gekommen sind, ja, und ihnen eigentlich diese 14 Wochen noch fehlt, brauchen sie ein bisschen Hilfe. Und hier geht es jetzt erstmal darum, als Ziel, dass sie sich erstmal an die Berührung gewöhnen, also das Anfassen einfach, weil sie eigentlich noch im Bauch wären. Yeah. Und dann zur Verbesserung der Atmung. Okay. Ist er heute ja ganz, ganz friedlich. Gibt es auch mal Tage, wo er keinen Bock hat auf Physiotherapie? Gestern hatte er nicht so viel Lust. Das zeigt er mir dann. Dann hat er Abfälle oder ist sehr unruhig. Geht der Herzfrequenz runter. Da muss ich mich dann dran halten und ihn dann auch mal in Ruhe lassen. Also noch ganz lütt, aber schon Kämpferherz. Ist schon Bestimmer, genau. Siehst du. Genau. Ja, Carsten Pöthe hilft helfen 2014. In diesem Jahr sammeln wir für ein Frühchen-Intensivbett. Sie haben alle gesehen, wie klein die Würmer sind und wir wollen gemeinsam, dass die groß und stark werden. Und wenn denn noch Geld übrig ist, und das hoffen wir natürlich, dann wollen wir einen Mutter-Kind-Bereich schaffen, damit nach Monaten der Angst und nach Monaten des Hoffens diese ersten gemeinsamen Momente richtig schön werden. Und all das machen wir gemeinsam mit Kids. Das sind Krankenschwestern, die ehrenamtlich nach Feierabend nochmal tätig sind und Geld sammeln für diesen guten Zweck. Und das, finde ich, hat unsere Unterstützung verdient. Und deshalb bitte ich Sie ganz herzlich, spenden auch Sie, Carsten Pöthe hilft helfen 2014. Und wenn Sie mehr wissen wollen zu Kids, dann einfach auf das Video klicken und da gibt es dann noch mehr Infos.